Was ist denn eigentlich besser, ETFs oder Immobilien? Ja, das ist jetzt die große Frage. Ich habe eine Kalkulation erstellt, bei dem ich ETFs langfristig Immobilien, also eine Buy-and-Hold-Immobilie mit gleichem Eigenkapitaleinsatz gegenübergestellt habe. Welches Investment am Ende des Tages die größere Rendite erfährt, das wirst du in dem Video hier mitbekommen. So grundsätzlich ist es so, ETFs sind passive Anlagen, kann man nichts zu sagen. Also wenn man jetzt Manager ist, verdient 2, 3 Millionen im Jahr und ballert einfach das ganze Geld in ETFs, ja, da hat man gar keinen Aufwand damit, außer vielleicht psychische Belastungen, wenn es mal runtergeht, aber nicht irgendwie ein Mieter, der mal anruft. Denn bei einer Immobilie, die vermietet ist, hat man immer mal wieder einen kleinen Stress. Natürlich kann man eine Hausverwaltung darauf setzen, dass es aber wieder negative Auswirkungen auf die Rendite mit sich bringt. Und dementsprechend ist eine Immobilie aus meiner Sicht, jeder wird es ein bisschen anders beurteilen, aber aus meiner Sicht ist es ein bisschen aufwendiger als eine ETF. Also ist ein bisschen Minijob-mäßig vom Aufwand her. Eine Immobilie, ein ETF ist gar nicht aufwendig, aber das lassen wir jetzt mal außen vor, denn was uns interessiert, das ist die Rendite. Fangen wir mal an mit dem ETF. Was ein ETF für eine Rendite abwirft, wenn wir mit einem Eigenkapital in Höhe von 100.000 Euro ins Rennen gehen. Wenn du jetzt nicht 100.000 Euro zur Verfügung hast, kannst du auch mal mit 10.000 Euro zum Beispiel ins Rennen gehen. Ja, ich habe das hier in einer Excel-Tabelle gemacht, wo ich die Screenshots rausziehe. Die werde ich dir hier unter dem Video als Download kostenlos zur Verfügung stellen. Die kannst du dir runterladen, kannst mal deine Zahlen eingeben und ein bisschen auch die Variablen auch verändern, wenn du möchtest, und vielleicht auch noch ein bisschen noch die Kosten genauer anpassen auf deine Immobilie oder auf deinen ETF, den du investiert hast, damit du am Ende des Tages siehst, wo du am besten fährst. So, hier siehst du jetzt den ETF, was der ETF so zu bieten hat. Ich habe einfach ganz einfach 6% Rendite jetzt mal angenommen. 6% viel oder wenig, sei mal dahingestellt. Im Mittel 6%, denke ich mal, sollte möglich sein. Wenn ihr der Meinung seid, 3 ist möglich, dann gebt halt 3 ein. Wenn ihr denkt, 8, dann 8. Aber ich sage jetzt mal 6%. So, wir gehen mit einem Eigenkapital in Höhe von 100.000 Euro ins Rennen. Hier 100.000 Euro eingetragen mit einer Rendite von 6%. Das bedeutet, das Vermögen steigt in einem Jahr, jetzt mal angenommen, man steigt am 01.01.2020 ein, in einem Jahr auf 106.000 Euro an, weil es steigt ja jedes Jahr um 6% an. Dann im nächsten Jahr ist die Basis ja dann nicht mehr 100.000, weil das ist ein thesaurierender ETF, den ich jetzt als Beispiel genommen habe. Thesaurierender ETF heißt, das Geld, was du investiert hast und mehr wurde, dann ist das die Basis für die neue Rendite und nicht ausschüttend. Ausschüttend würde heißen, du hast 106.000 Euro, also 6.000 Euro Gewinn gemacht, 6.000 mehr. Dann geht das Geld auf dein Konto, die 6.000, und im nächsten Jahr wird wieder auf 100.000 Euro die Zinsen berechnet. Dementsprechend ist so ein thesaurierender ETF besser für einen langfristigen Vermögensaufbau. Bei einem ausschüttenden kannst du natürlich immer wieder neu investieren, hin und her, aber das ist jetzt nicht das Thema des Videos. Wir nehmen einen thesaurierenden ETF. Und im zweiten Jahr ist dann die Basis halt die 106.000 Euro und wir kommen dann auf 112, 119, 126, und die Eigenkapitalrendite steigt ja für Jahr zu Jahr an, denn wir haben erstmalig 100.000 Euro eingesetzt und die Basis ist immer die 100.000, aber der Ertrag und das Gesamtvermögen steigt ja an auf einer anderen Basis deines Investments. Deswegen ist es die Eigenkapitalrendite, umso länger du drinne bleibst, umso höher ist die, ne? Also ich habe es mal bis 2063 gemacht, dann hätten wir knapp 1,3 Millionen Euro auf dem Depot, wenn man mit 100.000 Euro ins Rennen geht. Das war jetzt der ETF, wie der performt. Und das Gleiche zeige ich dir jetzt mit einer Immobilie. Ist ein bisschen komplexer, aber echt überraschendes Ergebnis. Wirklich überraschend. So, hier haben wir jetzt unsere Investmentimmobilie. Ihr seht, das sind schon ein paar mehr Zahlen wie vorher bei dem ETF. Aber das liegt ganz einfach daran, weil die Immobilien ein bisschen komplizierter zu berechnen sind. Aber wir gehen ins Rennen mit 100.000 Euro Eigenkapital. Das Tolle ist, bei Immobilien kann man natürlich hebeln. Wenn du 100.000 hast, dann gibt dir die Bank eigentlich nochmal 900.000 dazu, wenn du eine tolle Bonität hast. Wir haben gesagt, 1 Million Euro GIG Gesamtinvestitionskosten. Bei einer Rendite von 5% haben wir jetzt mal hier gemacht. Ha, gut, machen wir 6%, weil wir haben ja beim ETF auch 6% gehabt.
So, da verändern sich die Zahlen, seht ihr hier rechts. 60.000 Euro, 6%, sind natürlich 6% Bruttorendite im Jahr. Gesamtinvestition 1 Million, Finanzierung 900.000. Wir machen jetzt mal keine Wertsteigerung rein, ganz wichtig, weil Immobilien in guten Lagen haben für gewöhnlich eine Wertsteigerung. Das hängt damit zusammen, weil die Nachfrage steigt, plus halt auch die Inflation und verschiedene andere Sachen. Aber wir lassen die jetzt mal weg, können die dann nachträglich noch reinmachen. Dann wird natürlich die Immobilie noch besser performen. Aber jetzt lassen wir die mal weg, die Wertsteigerung komplett. So, jetzt haben wir hier im ersten Jahr 2020 60.000 Euro Mieteinnahmen, Objektwert 1 Million Euro. Der Objektwert bleibt konstant, wie ihr seht, weil es keine Wertsteigerung gibt in unserem Beispiel. Keine Wertsteigerung. Kosten habe ich jetzt mal eine hohe Kosten angesetzt. Also das sind zusammengesetzt Zinsen, wenn wir 1,5-2% Zinsen mal nehmen und noch die Objektverwaltungskosten 1% etwas vom Kaufpreis. Und dann sind wir ungefähr bei 30.000 Euro plus minus ein bisschen. Ja, weil da wollen wir uns jetzt nicht darauf festnageln, denn es geht ja um den grundsätzlichen Vergleich. Immobilie versus ETF. Und das heißt, wir haben im ersten Jahr ein Vermögen, also nach dem ersten Jahr, wenn wir am 01.01.2020 gekauft hätten, hätten wir jetzt 130.000 Euro Vermögen, denn wir haben ja 100.000 Euro eingesetzt. Und wenn der Objektwert gleich geblieben ist, unabhängig der Kaufnebenkosten natürlich, die haben jetzt hier nicht berücksichtigt so hart, weil eigentlich muss man die ja noch reinholen mit den Mieten, weil die sind ja 7-8% noch vom Kaufpreis. Die haben wir jetzt mal weggelassen hier, weil sonst wird es ein bisschen zu kompliziert. Aber jetzt mal angenommen hier, nach einem Jahr haben wir 130.000 Euro Gesamtvermögen, wenn man die Mieten und die dazu zählt und die Kosten abzieht. Genau, so steigert sich das Jahr für Jahr. Das Tolle ist halt bei Immobilien, du hast halt eine riesen Hebe und beim ETF nochmal zurückgeschaut, waren es nur 106.000 Euro nach einem Jahr, hier sind es schon 130 und es steigert sich dann um nette 30.000 Euro Jahr für Jahr, denn die Rendite bleibt konstant, die Kosten auch. Aber es kommen natürlich noch Sachen dazu. Man kann natürlich noch die Miete steigern und top, was auch geht. Ne? Dann steigert man die Miete und die Wertzuwachs kommt noch dazu, dann baut das Vermögen noch schneller Substanz auf. Es geht noch schneller voran. Jetzt scrolle ich hier mal runter, was so geht. 20. Genau, was das so geht. So, das sind so die Sachen, genau. Wenn ich jetzt hier mal schaue, 3% Kosten ist ein hoher Wert, da kriegt man günstiger hin. 6% Rendite ist gut, ja, ist schwierig zu finden, aber nicht unmöglich. Und ja, ist ein toller Deal eigentlich, wenn man sowas im Portfolio hat. So, wenn ich jetzt mal reinschaue, in das Jahr 2063 hätten wir ein Gesamtvermögen von 1,42 Millionen Euro geschaffen. Also ein Teil davon fließt natürlich in die Rückführung von der Finanzierung, in die Tilgung und Teil aufs Konto und so weiter. Das Geld ist nicht frei verfügbar bei der Immobilie. Man kann nicht mit einem Klick verkaufen und sich irgendwie eine Villa kaufen davon. Man muss erst den Kaufprozess ganz normal machen. Es dauert halt ein paar Monate. Das ist halt ein Nachteil bei der Immobilie. Aber beim ETF hatten wir zum Vergleich nur 1,3 Millionen, ja. Im Jahr 2063. Aber das Ding ist, der ETF steigert sich langsam am Anfang und am Ende immer schneller. Die Immobilie ist am Anfang dem ETF sehr stark überlegen und wird dann langsam aufgeholt. Also wir haben es gesehen, in den nächsten 43 Jahren schafft es der ETF nicht zu überholen, wenn wir es die Annahmen haben. Ja? Jetzt zum Beispiel, ich gehe mal nach 10 Jahren rein, also hier 2030, hätte der ETF ein Gesamtvermögen von 189.000 Euro, gerade mal, während wir bei der Immobilie schon bei 430.000 sind. Jahr 2040 hätte der ETF ein Gesamtvermögen von 339.000 Euro geschaffen, während wir bei der Immobilie bei 730.000 Euro sind. Da stellt sich doch für mich die Frage, warum nicht mit Immobilien anfangen, dann raus, das Geld rausholen und dann einen höheren Gesamtbetrag in den ETF rein, weil dann leveraged man sich auch im ETF vor. Deswegen ist so meine Meinung zu Immobilien, go for it und ETF und Zeug. Was bringt denn das? Also wenn man nicht Millionen reintut, bringt das relativ wenig. Ja? Deswegen, Immobilien haben da schon einen geilen Hebel. Wir haben jetzt hier 6% Rendite. Sagen wir mal, okay, wir finden eine Immobilie nur mit 4%, okay, 4% Rendite. Dann würde der ETF natürlich die Immobilie irgendwann überholen. Das schaue ich jetzt mal kurz hier rein, wann das wäre. Also hier im Jahr
2038 hat die Immobilie 290.000 Euro geschaffen, während der ETF 300.000 Euro hat. Und hier im Jahr 2036 ist die Immobilie noch knapp vorne mit 270.000, während der ETF bei 269 ist. Also es sind so 16 Jahre, die es etwa dauert in unserem Rechenbeispiel, bis der ETF die Immobilie überholt. Und dann überholt er die kräftig natürlich. Ja. Jetzt setzen wir mal eine drauf. Ich zeige euch jetzt mal unsere Rendite, die ist deutlich über 10%. Ich reduziere es mal auf 10%, trage das mal hier in das Beispiel ein. Wir packen noch eine Wertsteigerung von 3% im Jahr mit drauf, denn folgendes habe ich hier ergoogelt. Heilbronn ist Spitzenreiter. In der Stadt Heilbronn ist mit 2,99% pro Jahr laut Prognose die mit Abstand stärkste Preissteigerung zu erwarten. Und das ist bei uns der Fall, denn wir sind in Heilbronn, also geben wir mal 3% ein. Hier habe ich noch kurz was angepasst bei der Miete, das war bei der vorherigen Tabelle nicht richtig, aber die Werte hinten haben trotzdem gestimmt, weil ich hier oben die Miete mir gezogen habe bei Ertrag pro Jahr und nicht hier. Deswegen nur kurz, falls es Fragen aufwirft, habe ich kurz geändert noch, genau. Wie berechnet sich das Vermögen? Vermögen berechnet sich durch Invest, das ist ja vorhanden und immer noch da, plus Mieteinnahmen, minus Kosten, plus die Wertsteigerung. Im ersten Jahr haben wir noch keine Wertsteigerung, denn das ist ja gerade Einkaufsjahr oder eigentlich könnte man sie auch schon hochziehen, die Wertsteigerung, aber die fängt jetzt erst im zweiten Jahr an. Zweites Jahr, wie berechnet sich das Vermögen? Invest plus Vorjahresvermögen. Plus Mieteinnahmen vom Jahr aktuell, minus Kosten plus Wertsteigerung, ergibt 270.000 Euro. Im nächsten Jahr, jetzt haben wir den tollen Effekt, denn es ist ein thesaurierendes Investment wiederum, wie bei der ETF-Anlage. Denn die Wertsteigerung bezieht sich nicht auf den Ursprungseinkaufspreis, sondern immer aufs Vorjahr, 3% pro Jahr. Und deswegen steigt es nicht jedes Jahr um 30.000 konstant an, sondern der Wert, um den das um jedes Jahr ansteigt, steigert sich. Steigert sich, steigert sich, steigert sich. Irgendwann ist der Wertzuwachs 100.000 Euro im Jahr. Genau. Die Kosten sind gleich. Man kann natürlich auch noch die Miete anpassen. Es gibt ja gesetzliche Regeln, dass man die Miete erhöhen darf nach gewissen Regeln. Aber die lassen wir jetzt auch mal noch weg. Und wenn wir jetzt hier uns mal anschauen, ziehen wir die ETF-Anlage schon richtig heftig ab. Ne? Also im ersten Jahr der ETF 106.000 Euro, während wir mit der Immobilie schon bei 170.000 Euro sind. Nach 10 Jahren, 2030, haben wir schon 1,2 Millionen versus 190.000. Gehen wir mal aufs letzte Jahr, 2063, 1,3 Millionen Euro im ETF, 5,8 Millionen Euro in der Immobilienanlage. Wieso ist das so krass? Und zwar, das ist ganz einfach so krass, weil die Wertsteigerung bezieht sich beim ETF immer auf dein Invest. Ja? Bei der Immobilie bezieht sich die Wertsteigerung nicht auf mein Invest, weil mein Invest war ja nur 100.000, also mein persönlicher Invest, sondern der bezieht sich auf die, auf den Objektwert und auf die Gesamtkosten, die ich hatte. Also ich habe eine Immobilie gekauft für das Zehnfache von meinem Taschengeld und dementsprechend ist halt die Wertsteigerung schon so heftig, weil die Basis nicht 100.000 ist, sondern 1 Million. Plus, minus, Kauf, Nebenkosten, hin oder her, nagelt mich darauf jetzt bitte nicht fest. Aber das ist schon ein wesentlich großer Unterschied, der Hebeleffekt, dass man den, wenn man den hier zum Greifen lassen kann. Ja, das sind so die wesentlichen Unterschiede von einer ETF-Anlage versus einer Immobilienanlage. Lasst mich mal bitte wissen, ob ihr alles verstanden habt. Das waren viele komplexe Themen. Wenn irgendwas drin war, wo ihr nicht verstanden habt, schreibt es mir bitte einfach unter das Video in die Kommentare. Dann mache ich da nochmal ein Aufklärungsvideo dazu oder beantworte die Frage in den Kommentaren. Lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Würde mich echt freuen. Und natürlich ein Abo würde ich mich auch freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen nächste Woche voll geile Besichtigungen, weil wir haben nächste Woche auch 2 Besichtigungen, 3 vielleicht sogar. Weil wenn ich das schon wieder sehe, bin ich echt motiviert, richtig Gas zu geben. Ich hoffe, ihr seid auch motiviert, richtig Gas zu geben und strebt nach geilen Deals. In diesem Sinne, macht's gut. Schönes Wochenende. Ciao.